Herzlich willkommen zur nächsten Vorlesung unserer Computergrafik 2-Reihe. Heute widmen wir uns fortgeschritteneren Datentypen sowie GLSL-Befehlen. Wir haben Buffer in OpenGL schon seit geraumer Zeit ausgiebig zum Speichern von Daten verwendet. Es gibt weitere interessante Möglichkeiten, Buffer zu manipulieren und auch andere interessante Methoden, um große Datenmengen über Texturen an die Shader zu übergeben. In dieser Vorlesung werden wir einige interessantere Buffer-Funktionen besprechen und wie wir Texturobjekte verwenden können, um große Datenmengen zu speichern. Ein Buffer in OpenGL ist nur ein Objekt, das einen bestimmten Teil des Speichers verwaltet und nichts weiter. Wir geben einem Buffer eine Bedeutung, wenn wir ihn an ein bestimmtes Bufferziel binden. Ein Buffer ist nur ein Vertex-Array-Buffer, wenn wir ihn an GL-Array-Buffer binden. Aber wir können ihn genauso gut an GL-Element-Array-Buffer binden. OpenGL speichert intern einen Buffer pro Ziel und verarbeitet die Buffer je nach Ziel unterschiedlich. Bisher haben wir den von Bufferobjekten verwalteten Speicher durch den Aufruf von GL-Buffer-Data gefüllt, der ein Stück Speicher alloziert und Daten in diesen Speicher einfügt. Wenn wir Null als Datenargument übergeben würden, würde die Funktion nur Speicher allokieren und nicht füllen. Dies ist nützlich, wenn wir zunächst eine bestimmte Menge an Speicher reservieren und später auf diesen Buffer zurückkommen wollen, um ihn Stück für Stück zu füllen. Anstatt den gesamten Buffer mit einem Funktionsaufruf zu füllen, können wir auch bestimmte Regionen des Buffers füllen, indem wir GL-Buffer-Subdata aufrufen. Diese Funktion erwartet als Argument ein Bufferziel, ein Offset, die Größe der Daten und die eigentlichen Daten. Neu an dieser Funktion ist, dass wir nun ein Offset angeben können, der angibt, ab wo wir den Buffer füllen wollen. Dies ermöglicht uns, nur bestimmte Teile des Bufferspeichers einzufügen bzw. zu aktualisieren. Beachte, dass der Buffer über genügend zugewiesenen Speicher verfügen sollte, sodass ein Aufruf von GL-Buffer-Data notwendig ist, bevor Buffer-Subdata für den Buffer aufgerufen wird. Wir übergeben in Buffer-Subdata den Namen des Bufferobjekts, dann den Offset im Speicher, an dem die Daten eingefügt werden sollen, und die Einheit ist wieder in Bytes, und in diesem Beispiel 24. Anschließend folgt die Größe des einzufügenden Datenspeicherbereichs in Bytes an und zum Schluss der Pointer auf die Daten selbst. Eine weitere Methode, um Daten in einen Buffer zu bekommen, besteht darin, einen Zeiger auf den Speicher des Buffers anzufordern und die Daten selbst direkt in den Buffer zu kopieren. Durch den Aufruf von GLMapBuffer gibt OpenGL einen Pointer auf den aktuell gebundenen Speicher des Buffers zurück, mit dem wir arbeiten können. Mit dem Befehl memcpy, also memcopy, kopieren wir die ArrayData an der Stelle des Pointers mit der Länge des Arrays. Wir teilen OpenGL über glUnmapBuffer mit, dass wir den Pointer mit den Pointer-Operationen fertig sind. Durch das Unmapping wird der Pointer ungültig und die Funktion gibt GLTrue zurück, sofern OpenGL unsere Daten erfolgreich in den Buffer mappen konnte. Die Verwendung von GLMapBuffer ist nützlich, um Daten direkt auf einen Buffer abzubilden, ohne sie vorher im temporären Speicher abzulegen. Denkt dabei einfach an das direkte Lesen von Daten aus einer Datei oder das Kopieren in den Speicher des Buffers. Schauen wir uns als nächstes an, wie wir Vertex-Attribute nun stapeln können. Mit GL-Vertex-Array-Pointer konnten wir das Attribut-Layout des Inhalts des Vertex-Array-Buffers festlegen. Innerhalb des Vertex-Array-Buffers haben wir die Attribute verschachtelt, das heißt, wir haben die Positions-, Normal-, also Normal- und oder Texturkoordinaten für jeden Vertex nebeneinander platziert. Jetzt, wo wir ein bisschen mehr über Buffer wissen, könnten wir einen anderen Ansatz wählen. Was wir auch tun könnten, ist, alle Vektordaten in große Chunks pro Attributtyp zu stapeln, anstatt sie zu verschachteln.
anstelle eines verschachtelten Layouts, zum Beispiel 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, wobei 1 für die Koordinaten, 2 für die normale und 3 für Texturkoordinaten stehen könnte, mit Positionen, ein RW mit normalen und oder ein RW mit Texturkoordinaten. Es kann einige Mühe kosten, diese RWs zu einem großen RW mit verschachtelten Daten zu kombinieren. Der Ansatz des Batching oder auch der Stapelverarbeitung ist dann eine einfachere Lösung, die wir mit GL Buffer Subdata leicht umsetzen können. Also wir haben hier drei Float RWs mit der Position der normalen und der Texturkoordinaten gegeben. Und mit GL Buffer Subdata sagen wir, an welcher Stelle wir bei Array Buffer beginnen wollen. Im Falle der Position an der Stelle 0, dann geben wir die Größe des Arrays und den Pointer an. Anschließend folgen die normalen, die an der Position beginnt, die der Größe des Arrays Position entspricht. Für die Texturkoordinaten müssen wir die Größe des RWs Position und Normalen addieren, um die korrekte Startposition anzugeben. Auf diese Weise können wir die Attribut-RWs direkt als Ganzes in den Buffer übertragen, ohne sie erst verarbeiten zu müssen. Werden Sie auch in einem großen RW zusammenfassen und den Buffer gleich mit GL-Buffer-Data füllen können, aber die Verwendung von GL-Buffer-Subdata bietet sich für solche Aufgaben geradezu an. Wir müssen auch die Vertex-Attributzeige aktualisieren, um diese Änderung zu berücksichtigen. Das ist eigentlich nichts Neues. Wir geben den Index, die Größe, den Typ, Normalisierung, Stride und den Parameter an. Bei den Pointer müsst ihr beachten, dass sich hier die Größe der vorherigen RWs addieren. Also für die Texturkoordinaten haben wir am Ende Size of Positions plus Size of Normals und dass der Stride-Parameter gleich der Größe des Vertex-Attributs ist, der nächste Vertex-Attribut-Vektor direkt nach seinem dritten oder zwei Komponenten gefunden werden kann. Damit haben wir einen weiteren Ansatz, um Vertex-Attribut zu setzen und zu spezifizieren. Die Verwendung beider Ansätze hat keinen unmittelbaren Nutzen für OpenGL. Es ist hauptsächlich ein organisierterer Weg, um Vertex-Attribute zu setzen. Welchen Ansatz ihr verwenden möchtet, hängt rein von euren Vorlieben und der Art der Anwendung ab. Nun wollen wir uns einmal anschauen, wie wir Buffer kopieren können. Sobald die Buffer mit unseren Daten gefüllt sind, möchten wir diese Daten vielleicht mit anderen Buffern teilen oder den Inhalt des Buffers in einen anderen Buffer kopieren. Mit der Funktion GL-Copy-Buffer-Subdata können wir relativ einfach die Daten von einem Buffer in einen anderen Buffer kopieren. Hier seht ihr die Funktion mit ihren Argumenten, die wir uns jetzt genauer anschauen werden. Die Parameter retarget und writetarget erwarten die Angabe der Bufferziele von und nach denen wir kopieren wollen. Wir könnten zum Beispiel von einem Vertex-Array-Buffer in einen Vertex-Element-Array-Buffer kopieren, indem wir diese Bufferziele als Lese- und Schreibziele angeben. Die Buffer, die aktuell an diese Bufferziele gebunden sind, sind dann betroffen. Was aber, wenn wir die Daten in zwei verschiedene Buffer lesen und schreiben wollen, die beide Vertex-Array-Buffer sind? Wir können nicht zwei Buffer gleichzeitig an das gleiche Bufferziel binden. Aus diesem Grund und nur aus diesem Grund gibt es in OpenGL zwei weitere Bufferziele, die GL-Copy-Read-Buffer und GL-Copy-Write-Buffer heißen. Wir binden dann die Buffer unserer Wahl an diese neuen Bufferziele und setzen diese Ziele als Read-Target und Write-Target-Argument. GL-Copy-Buff-Subdata liest dann Daten einer bestimmten Größe ab einem bestimmten Lese-Offset und schreibt sie in den Buffer des Schreibziels am Schreib-Offset. Ein Beispiel für das Kopieren des Inhalts von zwei Vertex-RW-Buffern wird hier gezeigt.
Wir hätten dies auch tun können, indem wir nur den Void-Target-Buffer an einen anderen der neuen Buffer-Target-Typen gebunden hätten, wie das hier zu sehen ist. Der Unterschied zu der Folie davor ist, dass hier anstelle von GL-Copy-Read-Buffer nun GL-Array-Buffer steht. Mit ein paar zusätzlichen Kenntnissen über die Manipulation von Buffern können wir diese bereits auf interessante Weise nutzen. Je weiter man in OpenGL kommt, desto nützlicher werden diese neuen Buffer-Methoden. Als nächstes werden wir uns mit uniformen Buffer-Objekten beschäftigen und hier werden wir GL-Buffer-Subdata gut gebrauchen können. Kommen wir nun zu fortgeschrittenen GLSL-Features. In diesem Abschnitt werden wir nicht wirklich neue Features zeigen, die die visuelle Qualität der Szene enorm steigern. Hier geht es mehr oder weniger auf einige interessante Aspekte von GLSL und einige nette Tricks, die euch bei euren zukünftigen Programmen helfen könnten. Im Wesentlichen geht es um Funktionen, die euch das Leben bei der Erstellung von OpenGL-Anwendungen in Kombination mit GLSL erleichtern können. Wir besprechen einige interessante eingebaute Variablen, neue Möglichkeiten, die Ein- und Ausgabe von Shadern zu organisieren und ein sehr nützliches Werkzeug namens Uniform Buffer Objects. Shader sind minimalistisch. Wenn wir Daten von einer anderen Quelle außerhalb des aktuellen Shaders benötigen, müssen wir Daten weitergeben. Wir haben gelernt, dies über Vertex-Attribute, Uniforms und Sampler zu tun. Es gibt jedoch ein paar zusätzliche Variablen, die von GLSL mit dem Präfix GL definiert werden und uns eine zusätzliche Möglichkeit geben, Daten zu sammeln und/oder zu schreiben. Zwei davon haben wir bereits kennengelernt: GL Position, der Ausgabevektor des Vertex Shaders, und GL Fragcode des Fragment Shaders. Wir werden nun einige interessante Built-in-Variablen in GLSL besprechen und erklären, wie sie uns von Nutzen sein können. Es ist natürlich klar, dass wir nicht alle eingebauten Variablen besprechen werden, die es in GLSL gibt. Und wenn ihr euch alle mal alle Built-in-Variablen ansehen wollt, schaut einfach mal die OpenGL-Wiki-Seite an, die ich unten angegeben habe. Wir haben bereits bei GL Position gesehen, die der ClipSpace-Ausgabeposition des Vertex Shaders ist. Das Setzen von GL Position im Vertex Shader ist eine zwingende Voraussetzung, wenn ihr etwas auf dem Bildschirm rendern wollt. Also nichts, was wir nicht schon gesehen hätten. Eines der Renderprimitive, aus denen wir wählen können, ist GL Points. In diesem Fall ist jeder einzelne Vertex ein Primitiv und wird als Punkt gerendert. Es ist möglich, die Größe der gerenderten Punkte über OpenGLs GL Point Size Funktion einzustellen, aber wir können diesen Wert auch im Vertex Shader beeinflussen. Eine von GLSL definierte Ausgabevariable heißt GL Point Size und ist eine Float-Variable, mit der wir die Breite und Höhe des Punktes in Pixeln angeben können. Durch die Beschreibung der Punktgröße im Vertex Shader können wir diesen Punktwert pro Vertex beeinflussen. Das Aktivieren der Punktgrößen im Vertex Shader ist standardmäßig ausgeschaltet. Wenn wir dies jedoch aktivieren wollen, müssen wir OpenGLs GL Program Point Size aktivieren. Und zwar setzen wir wieder GL Enable und dann Program Point Size. Ein einfaches Beispiel ist die Einstellung der Punktgröße gleich dem Z-Wert der ClipSpace-Position, der wiederum gleich den Abstand des Vertex zum Betrachter ist. Die Punktgröße sollte dann umso größer werden, je weiter wir als Betrachter von den Vertices entfernt sind. Das Ergebnis ist, dass die Punkte, die wir gezeichnet haben, größer gerendert werden, je weiter wir uns von ihnen entfernen. Die GL Position und GL Point Size sind Ausgabevariablen, da ihr Wert als Ausgabe vom Vertex Shader gelesen wird. Wir können das Ergebnis beeinflussen, indem wir in sie schreiben.
Der Vertex-Shader gibt uns auch eine interessante Eingabevariable, die wir nur lesen können, namens GL-Vertex-ID. Die Integer-Variable Vertex-ID enthält die aktuelle ID des Vertex, den wir gerade zeichnen. Beim indizierten Rendering mit GL-Draw-Elements enthält diese Variable den aktuellen Index des Vertex. Beim Zeichnen ohne Indizes, über zum Beispiel GL-Draw-Arrays, enthält diese Variable die Nummer des aktuell bearbeiteten Vertex seit dem Start des Renderaufrufs. Innerhalb des Fragment Shaders haben wir auch Zugriff auf einige interessante Variablen. GLSL gibt uns zwei interessante Eingabevariablen namens GLFragCord und GLFrontFacing. Wir haben GLFragCord schon ein paar Mal bei der Diskussion der Tiefenprüfung gesehen, weil die Z-Komponente des GLFragCord-Vektors gleich dem Tiefenwert des jeweiligen Fragments ist. Wir können jedoch auch die X- und Y-Komponenten des Vektors für einige interessante Effekte verwenden. Die X- und Y-Komponente von GLFragCord sind die Fensterkoordinaten des Fragments ausgehend von der linken unteren Ecke des Fensters. Wir haben mit GLViewport ein Fenster von 800 mal 600 angegeben, sodass die x-Werte zwischen 0 und 800 und die y-Werte zwischen 0 und 600 liegen. Mit dem Fragment Shader können wir einen anderen Farbwert basierend auf die Fensterkoordinate des Fragments berechnen. Eine häufige Verwendung für die Variable GLFragCord ist der Vergleich der visuellen Ausgabe verschiedener Fragmentberechnungen, wie man sie normalerweise in technischen Demos sieht. Wir könnten zum Beispiel den Bildschirm in zwei Hälften teilen, indem wir eine Ausgabe auf die linke Seite des Fensters und eine andere Ausgabe auf die rechte Seite des Fensters rendern. Ein Beispiel für einen Fragment Shader, der eine andere Farbe basierend auf den Fensterkoordinaten des Fragments ausgibt, ist hier gegeben. Sofern die x-Koordinate des Fragments kleiner als 400 ist, also sich das Fragment auf der linken Fensterhälfte befindet, zeichnen wir es rot und andernfalls blau. Und wenn wir das nun ausführen, erhalten wir einen Würfel, der ab der linken Fensterhälfte rot und rechts blau gezeichnet ist. Wir können nun zwei völlig unterschiedliche Fragment-Shader-Ergebnisse berechnen und jedes davon auf eine andere Seite des Fensters darstellen. Dies eignet sich zum Beispiel hervorragend, um verschiedene Beleuchtungstechniken auszuprobieren. Eine weitere interessante Eingabevariable im Fragment-Shader ist die Variable GLFrontFacing, die wir bereits schon kennengelernt haben. OpenGL ist in der Lage, aufgrund der Winding-Ordner der Vertices herauszufinden, ob es sich bei einem Primitiv um ein vorderes oder hinteres Primitiv handelt. Die Variable GLFrontFacing sagt uns, ob das aktuelle Fragmentteil einer nach vorne oder nach hinten gerichteten Fläche ist. Wir könnten dann zum Beispiel entscheiden, unterschiedliche Farben für frontale Flächen zu berechnen. Diese Variable hatten wir bereits schon in der Vorlesung über das Blending benutzt. Und dazu haben wir die vordere Fläche anders dargestellt als die hintere. Beachtet bitte, dass bei aktiviertem Face Cutting keine Faces innerhalb des Containers gezeichnet werden und die Verwendung von GLFrontFacing dann sinnlos wäre. Die Eingangsvariable GLFragCord ist eine Eingangsvariable, die es uns erlaubt, die Fensterkoordinaten zu lesen und den Tiefenwert des aktuellen Fragments zu erhalten, aber sie ist eine schreibgeschützte Variable. Wir können die Fensterkoordinaten des Fragments nicht beeinflussen, aber es ist möglich, den Tiefenwert des Fragments tatsächlich zu setzen. GLSL gibt uns eine Ausgabevariable namens GLFragDepth, mit der wir den Tiefenwert des Fragments im Shader setzen können. Um den Tiefenwert im Shader tatsächlich zu setzen, schreiben wir einfach einen Float-Wert zwischen 0 und 1 in die Ausgangsvariable. Das heißt, das Fragment hätte in diesem Fall nun eine Tiefe von 0. Wenn der Shader keinen Wert in GLFragDepth schreibt, nimmt er die Variable,
nimmt die Variable automatisch den Wert von glfrecord.z her. Das Setzen des Tiefenwerts durch uns selbst hat jedoch einen großen Nachteil, denn OpenGL deaktiviert damit alle frühen Tiefenprüfungen, also die Early Dev Tests, sobald wir im Fragment Shader in glfragdev schreiben. Es wird deaktiviert, weil OpenGL nicht wissen kann, ab OpenGL 4.2 können wir aber noch gewissermaßen zwischen beiden Seiten vermitteln, indem wir die Variable glfragdepth am Anfang des Fragment Shaders mit einer Tiefenbedingung neu deklarieren. Diese Bedingung kann die folgenden Werte annehmen. Any ist beispielsweise der Standardwert. Die frühe Tiefenprüfung ist deaktiviert und wir verlieren die meiste Leistung. Mit der Bedingung greater können wir den Tiefenwert nur größer machen im Vergleich zu glfragcord.z und das Gegenteil bei less. Und zu guter Letzt unchanged, wenn wir auf glfragdev schreiben, schreiben wir genau glfragcord.z. Durch die Angabe von größer oder kleiner als Tiefenbedingungen kann OpenGL davon ausgehen, dass wir nur Tiefenwerte schreiben, die größer oder kleiner als der Tiefenwert des Fragments sind. Auf diese Weise kann OpenGL auch in Fällen, in denen der Tiefenwert kleiner als der Tiefenwert des Fragments ist, eine frühe Tiefenprüfung durchführen. Ein Beispiel, bei dem wir den Tiefenwert im Fragment Shader inkrementieren, aber dennoch einen Teil der frühen Tiefenprüfung beibehalten wollen, ist im folgenden Fragment Shader dargestellt. Beachte, dass diese Funktion erst ab OpenGL Version 4.2 oder höher verfügbar ist. Der Fragment Shader nutzt die Tiefenbedingung aus, setzt später die Tiefe einfach auf glfragcord.z und addiert 0,1 drauf. Nun wollen wir ein Konzept namens Interface Blocks behandeln, das uns hilft, Ein- und Ausgabevariablen im Shader besser zu organisieren. Bisher haben wir jedes Mal, wenn wir Daten vom Vertex zum Fragment Shader senden wollten, mehrere passende Ein- und Ausgabevariablen deklariert. Diese einzeln zu deklarieren ist der einfachste Weg, um Daten von einem Shader zum anderen zu senden, aber wenn die Anwendungen größer werden, wollt ihr wahrscheinlich mehr als nur ein paar Variablen rüberschicken, die möglicherweise Arrays und oder Structs beinhalten können. Um uns zu helfen, diese Variablen zu organisieren, bietet GLSL uns etwas an, das Interface-Blöcke genannt wird und uns erlaubt, diese Variablen zu gruppieren. Die Deklaration eines solchen Interface-Blocks sieht ähnlich aus wie eine Struct-Deklaration, nur dass er jetzt mit einem In- oder Out-Schlüsselwort deklariert wird, je nachdem, ob es sich um einen Input- oder Output-Block handelt. Dieses Mal haben wir einen Interface-Block namens VSOut deklariert, der alle Ausgangsvariablen zusammenfasst, die wir an den nächsten Shader senden wollen. Dies ist ein ziemlich einfaches Beispiel. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass dies bei der Organisation der Ein- und Ausgänge euer Shader hilft. Dann müssen wir auch im nächsten Shader, dem Fragment Shader, einen Input-Interface-Block deklarieren. Und der Blockname, VSOut in dem Fall, sollte im Fragment Shader derselbe sein. Aber der Instanzname, hier klein VSOut, wie im Vertex-Shader verwendet, kann alles sein, was wir wollen. Wobei wir verwirrende Namen wie VSOut vermeiden, die eigentlich Eingabevariablen enthalten. Aus out wird in und wir ändern klein VSOut in fsin um. Solange die Namen der beiden Schnittstellenblöcke, also Interface-Blocks, gleich sind, werden die entsprechenden Ein- und Ausgänge zusammengeführt.
Dies ist eine weitere nützliche Funktion, die euch hilft, den Code zu organisieren. Nun lernen wir ein weiteres Konzept namens Uniform Buffer Objects kennen, das uns hilft, Variablen besser zu organisieren. Wir benutzen OpenGL schon eine ganze Weile und haben auch einige interessante Tricks kennengelernt, aber auch ein paar Ärgernisse. Wenn wir zum Beispiel mehr als einen Shader verwenden, müssen wir ständig Uniforms setzen, von denen die meisten für jeden Shader genau gleich sind. Warum sich also die Mühe machen, sie überhaupt noch einmal zu setzen? OpenGL gibt uns ein Werkzeug namens Uniform Buffer Objects oder auch UBOs an die Hand, mit dem wir einen Satz globaler, uniformer Variablen deklarieren können, die über mehrere Shader-Programme hinweg gleich bleiben. Bei der Verwendung von Uniform Buffer Objekten müssen wir also die relevanten Uniformen nur einmal setzen. Die Uniformen, die pro Shader einmalig sind, müssen wir allerdings immer noch manuell setzen. Das Erstellen und Konfigurieren eines UBOs erfordert jedoch ein wenig Aufwand. Da ein Uniform Buffer Objekt ein Buffer wie jeder andere Buffer ist, können wir einen über GLGen Buffers erstellen, ihn an das Bufferziel GLUniform Buffer binden und alle relevanten Uniform Daten im Buffer speichern. Es gibt bestimmte Regeln, wie die Daten für Uniform Buffer Objekte gespeichert werden sollten, und dazu kommen wir später. Zunächst nehmen wir einen einfachen Vertex-Shader und speichern unsere Projektions- und Ansichtsmatrix in einem sogenannten Uniform-Block. In den meisten unserer Beispiele setzen wir bei jeder Render-Iteration eine Projektions- und View-Uniform-Matrix für jeden Shader, den wir verwenden. Das ist ein perfektes Beispiel dafür, wo Uniform-Buffer-Objekte nützlich werden, da wir diese Matrizen jetzt nur noch einmal speichern müssen. Hier haben wir einen Uniform-Block namens Matrices deklariert, der zwei 4x4 Matrizen speichert. Auf Variablen in einem Uniform-Block kann direkt ohne den Blocknamen als Präfix zugegriffen werden. Dann speichern wir die Matrixwerte in einem Buffer irgendwo im OpenGL-Code und jeder Shader, der diesen Uniform-Block deklariert hat, hat Zugriff auf diese Matrizen. Die Anweisung Layout STD140 bedeutet, dass der aktuell definierte Uniform-Block ein bestimmtes Speicherlayout für seinen Inhalt verwendet. Diese Anweisung legt das Uniform-Block-Layout fest. Und damit kommen wir auch schon zum Uniform-Block-Layout. Der Inhalt eines Uniform-Blocks wird in einem Buffer-Objekt gespeichert, das im Grunde nichts anderes als ein reservierter Speicherbereich ist. Da dieses Stück Speicher keine Informationen darüber enthält, welche Art von Daten es enthält, müssen wir OpenGL mitteilen, welche Teile des Speichers welchen uniformen Variablen im Shader entsprechen. Stellt euch einmal den folgenden uniformen Block in einem Shader vor. Was wir wissen wollen, ist die Größe in Bytes und der Offset vom Anfang des Blocks jeder dieser Variablen, damit wir sie in ihrer jeweiligen Reihenfolge im Buffer platzieren können. Die Größe der einzelnen Elemente ist in OpenGL klar angegeben und entspricht direkt den C++-Datentypen. Vektoren und Matrizen sind große Arrays von Floats. Und was OpenGL nicht eindeutig angibt, sind die Abstände zwischen den Variablen. Dies erlaubt der Hardware, die Variablen so zu positionieren, wie sie es für richtig hält. Manche Hardware ist in der Lage, zum Beispiel einen Vec3 neben einem Float zu platzieren. Nicht jede Hardware kann damit umgehen und füllt den Vec3 zu einem Array von 4 Floats auf, bevor der Float angehängt wird. Ein tolles Feature, aber für uns unpraktisch. Standardmäßig verwendet GLSL ein einheitliches Speicherlayout, ein sogenanntes Shared Layout. Shared, weil die Offsets, sobald sie von der Hardware definiert sind, von mehreren Programmen einheitlich genutzt werden.
Mit einem Shared Layout ist es GLSL erlaubt, die einheitlichen Variablen zur Optimierung neu zu positionieren, solange die Reihenfolge der Variablen erhalten bleibt. Da wir nicht wissen, an welchem Offset sich die Uniform-Variable befinden wird, wissen wir nicht, wie wir unsere Uniform-Buffer genau füllen können. Wir können diese Informationen mit Funktionen wie glGetUniformIndizes abfragen, aber das würde den Rahmen hier sprengen. Während ein Shared Layout uns einige platzsparende Optimierung bietet, müssten wir jeden Offset für jede Uniform-Variable abfragen, was eine Menge Arbeit bedeutet. Die allgemeine Praxis ist jedoch nicht das Shared Layout, sondern das SCD-140 Layout zu verwenden. Das SCD-140 Layout gibt explizit das Speicherlayout für jeden Variablentyp an, indem es ihre jeweiligen Offsets angibt, die durch einen Satz von Regeln geregelt werden. Da dies innerhalb eines einheitlichen Blocks einnimmt. Diese Basisausrichtung wird anhand der SCD-140 Layout-Regeln berechnet. Dann wird für jede Variable ihr ausgerichteter Offset berechnet, das heißt der Byte-Offset einer Variable vom Anfang des Blocks. Der ausgerichtete Byte-Offset einer Variable muss gleich einem Vielfachen ihrer Basisausrichtung sein. Die genauen Layout-Regeln findet ihr unten in dem Link. Wir werden im Folgenden die gängigsten Regeln auflisten. Jeder Variablentyp in GLSL wie int, float und bool sind als 4-Byte-Mengen definiert, wobei jede Einheit von 4 Bytes als n dargestellt wird. Wichtig hiervon mitzunehmen ist, dass die Ausrichtung meist vom Typ 4 ist. Wenn ihr beispielsweise VEC3 benutzen wollt, solltet ihr besser einen VEC 4 nehmen. Genauso bei einer 3x3 Matrix sollte man dann 4x4 verwenden. Wie die meisten OpenGL-Spezifikationen ist es einfacher, sie anhand eines Beispiels zu verstehen. Wir nehmen den Uniform-Block namens ExampleBlock, den wir zuvor vorgestellt haben, und berechnen den ausgerichteten Offset für jedes seiner Mitglieder unter Verwendung des SCD-140 Layouts. Erinnert euch, was wir gesagt hatten, der ausgerichtete Byte-Offset einer Variable muss gleich einem Vielfachen ihrer Basisausrichtung sein. Im markierten Bereich würde man zunächst als Offset 4 vermuten, weil der vorherige Float als Basisausrichtung 4 hat. Aber wir wissen, dass der ausgerichtete Byte-Offset einer Variable gleich einem Vielfachen ihrer Basisausrichtung sein muss. Für den VEC3 haben wir als Basisausrichtung 16. Denkt hier, dass wir gesagt haben, dass ein VEC3 eine Basisausrichtung von 4n, also in dem Fall von 16 hat. Nun ist 16 aber kein Vielfaches von 4, daher gehen wir auf den nächsten Wert mit dem Vierfachen von 16, in dem Fall so ganz klar auf 16. Mit den berechneten Offset-Werten, basierend auf den Regeln des SCD-140 Layouts, können wir den Buffer mit den variablen Daten an jedem Offset mit Funktionen wie GLBufferSubData füllen. Das SCD-140 Layout ist zwar nicht das effizienteste, aber es garantiert uns, dass das Speicherlayout in jedem Programm, das diesen einheitlichen Block deklariert hat, gleich bleibt. Indem wir die Anweisung Layout SCD-140 vor der Definition des Uniform-Blocks hinzufügen, teilen wir OpenGL mit, dass dieser Uniform-Block das SCD-140 Layout verwendet. Es stehen zwei weitere Layouts zur Verfügung, bei denen wir jeden Offset zuerst abfragen müssen, bevor wir die Buffer füllen. Wir haben bereits das Shared Layout und das andere verbleibende Layout als Packed Layout gesehen. Bei der Verwendung des gepackten
Layouts gibt es keine Garantie, dass das Layout zwischen den Programmen gleich bleibt, weil es den Compiler erlaubt, einheitliche Variablen weg vom einheitlichen Block zu optimieren, die sich pro Shader unterscheiden können. Und damit kommen wir auch schon zum Uniform Block Layout. Wir haben das Definieren von Uniform Blöcken in den Shadern und das Festlegen ihres Speicherlayers besprochen, aber wir haben noch nicht besprochen, wie man sie tatsächlich verwendet. Zuerst müssen wir ein Uniform Buffer Objekt erstellen, was über GLGN Buffers geschieht. Sobald wir ein Buffer Objekt haben, binden wir es an das CLGL Uniform Buffer und weisen ihm durch den Aufruf von GL Buffer Data genügend Speicher zu. Also auch wieder der Standardcode für das Erstellen eines Buffers. Wann immer wir nun Daten in den Buffer aktualisieren und einfügen wollen, binden wir an UBO Example Block und verwenden GL Buffer Subdata, um seinen Speicher zu aktualisieren. Wir müssen diesen einheitlichen Buffer nur einmal aktualisieren und alle Shader, die diesen Buffer verwenden, nutzen nun seine aktualisierten Daten. Aber woher weiß OpenGL, welche Uniform Buffer welche Uniform Blöcken entsprechen? Im OpenGL-Kontext ist eine Reihe von Bindungspunkten definiert, mit denen wir einen einheitlichen Buffer verknüpfen können. Sobald wir einen Uniform Buffer erstellt haben, verknüpfen wir ihn mit einem dieser Bindungspunkte und wir verknüpfen auch den Uniform Block im Shader mit demselben Bindungspunkt, wodurch diese effektiv miteinander verbunden werden. Das folgende Diagramm veranschaulicht dies. Wie ihr seht, können wir mehrere uniforme Buffer an verschiedenen Bindungspunkten binden. Da Shader A und Shader B beide einen Uniform Block haben, der mit demselben Bindungspunkt 0 verknüpft ist, teilen sich ihre Uniform Blöcke dieselben Uniform Daten, die sich in UBO Matrices befinden. Eine Voraussetzung dafür ist, dass beide Shader denselben Uniform Block Matrices definiert haben. Um den Uniform Block auf einen bestimmten Bindungspunkt zu setzen, rufen wir GL Uniform Block Binding auf. Deren Argumente sind ein Programmobjekt, ein Uniform Block Index und ein Bindungspunkt, auf dem verlinkt werden soll. Der Uniform Block Index ist ein Ortsindex des definierten Uniform Blocks im Shader. Dieser kann über einen Aufruf von GL Get Uniform Block Index abgerufen werden, der ein Programmobjekt und den Namen des Uniform Blocks annimmt. Wir können den Lights Uniform Block aus dem Diagramm wie folgt auf den Bindungspunkt 2 setzen. Beachtet bitte, dass wir diesen Vorgang für jeden Shader wiederholen müssen. Ab OpenGL Version 4.2 ist es auch möglich, den Bindungspunkt eines Uniform-Blocks explizit im Shader zu speichern, indem man einen weiteren Layout-Spezifizierer hinzufügt, der uns die Aufrufe von GL-Get-Uniform-Block-Index und GL-Uniform-Block-Binding erspart. Der folgende Code setzt den Bindungspunkt des Lights Uniform Blocks explizit. Wir setzen also nach STD 140, Binding gleich 2. Dann müssen wir auch das Uniform Buffer Objekt an denselben Bindungspunkt binden und das kann entweder mit GL Bind Buffer Base oder GL Bind Buffer Range geschehen. Die Funktion GL Bind Buffer Base erwartet als Argumente ein Ziel, einen Bindungspunktindex und ein Uniform Buffer Object. Diese Funktion verknüpft UBO Example Block mit dem Bindepunkt 2 und ab diesem Punkt werden beide Seiten des Bindungspunkts verknüpft. Wir können auch die Funktion GL Bind Buffer Range verwenden, die einen zusätzlichen Offset- und Größenparameter erwartet. Auf diese Weise können wir nur einen bestimmten Bereich des Uniform-Buffers an einen Bindungspunkt binden. Mit GL-Bind-Buffer-Range
könnten wir mehrere verschiedene Uniform-Blöcke an ein einziges Uniform-Buffer-Object binden. Nun, da alles eingerichtet ist, können wir damit beginnen, dem Uniform-Buffer Daten hinzuzufügen. Wir können alle Daten als ein einziges Byte-Array hinzufügen oder Teile des Buffers aktualisieren, wann und danach ist, indem wir gl-buffer-subdata verwenden. Um die einheitlichen Variablen Booleans zu aktualisieren, könnten wir das einheitliche Buffer-Object wie folgt aktualisieren. Wir binden also wieder den Uniform-Buffer, setzen den Boolean und benutzen gl-buffer-subdata, um genau den Teil zu aktualisieren, der den Boolean ausmacht. Die Werte 144 und 4 entsprechen den Aligned Offset und dem Base Alignment, also der Basisausrichtung. Und das gleiche Verfahren gilt für alle anderen Uniform-Variablen innerhalb des Uniform-Blocks, allerdings mit anderen Bereichsargumenten. Endlich kommen wir nun zu einem Beispiel. Wenn wir uns alle vorherigen Codebeispiele ansehen, haben wir durchgehend drei Matrizen verwendet, die Projektions-, View- und Model-Matrix. Von all diesen Matrizen ändert sich nur die Model-Matrix häufig. Wenn wir mehrere Shader haben, die denselben Satz von Matrizen verwenden, wäre es wahrscheinlich besser, einheitliche Buffer-Objekte zu verwenden. Wir werden die Projektions- und View-Matrix in einem einheitlichen Block namens Matrices speichern. Die Model-Matrix wird dort nicht gespeichert, da sich die Model-Matrix zwischen den Shadern recht häufig ändert, sodass wir dann nicht wirklich von einem einheitlichen Buffer-Objekten, von den einheitlichen Buffer-Objekten profitieren würden. Hier passiert nicht viel Besonderes, weil außer dass wir jetzt einen einheitlichen Block mit einem SCD-140-Layout verwenden. In unserer Beispielanwendung werden wir vier Würfel rendern, wobei jeder Würfel mit einem anderen Shader-Programm angezeigt wird. Jedes der vier Shader-Programme verwendet denselben Vertex-Shader, hat aber einen anderen Fragment-Shader, der nur eine einzige Farbe ausgibt, die sie pro Shader unterscheidet. Als erstes setzen wir den Uniform-Block des Vertex-Shaders gleich auf den Bindungspunkt 0 und beachte, dass wir dies für jeden Shader tun müssen. Als nächstes erstellen wir das eigentliche Uniform-Buffer-Object und binden den Buffer ebenfalls an den Bindungspunkt 0. Denkt dran, dass wir ja zwei Matrizen verwenden wollen, nämlich die Projektions- und View-Matrix, daher auch zweimal Size of Mat 4. Zunächst allokieren wir genügend Speicher für unseren Buffer, der der zweifachen Größe von Mat 4 entspricht. Die Größe der Matrix-Typen von GLM entsprechen direkt Mat 4 in GLSL. Dann verknüpfen wir einen bestimmten Bereich des Buffers, der in diesem Fall der gesamte Buffer ist, mit dem Bindungspunkt 0. Jetzt müssen wir nur noch den Buffer tatsächlich füllen. Und wenn wir den Field of View-Wert der Projektionsmatrix konstant halten, also keinen Kamerazoom mehr haben, müssen wir ihn nur einmal in unserer Applikation definieren. Das heißt, wir müssen ihn auch nur einmal in den Buffer einfügen. Da wir bereits genügend Speicher im Buffer-Object aktuell allokiert haben, können wir gl-buffer-subdata verwenden, um die Projektionsmatrix zu speichern, bevor wir in die Spielschleife eintreten. Hier speichern wir die erste Hälfte des einheitlichen Buffers mit der Projektionsmatrix. Bevor wir die Objekte bei jeder Render-Iteration zeichnen, aktualisieren wir dann die zweite Hälfte des Buffers mit der Ansichtsmatrix. Und das machen wir auf die gleiche Art und Weise. Und das war's für die Uniform-Buffer-Objekte. Jeder Vertex-Shader, der einen Matrices-Uniform-Block enthält, wird nun die in UBO-Matrices gespeicherten Daten enthalten. Wenn wir nun also vier Würfel mit vier verschiedenen Shader zeichnen würden, sollten deren Projektion und Ansichtsmatrix gleich bleiben.
Die einzige Uniform, die wir noch setzen müssen, ist die Model-Uniform. Die Verwendung von Uniform-Buffer-Objekten in einem Szenario wie diesem erspart uns eine ganze Reihe von Uniform-Aufrufen pro Shader. Und wenn wir das dann ausführen, seht ihr das folgende Ergebnis. Jeder der Würfel wird durch die Änderung der Model-Matrix auf der einen Seite des Fensters verschoben und aufgrund der unterschiedlichen Fragment-Shader unterscheiden sich ihre Objektfarben. Das ist ein relativ einfaches Szenario, in dem wir Uniform-Buffer-Objekte verwenden könnten, aber jede große Rendering-Anwendung könnte über hunderte von aktiven Shader-Programmen verfügen. Hier beginnen GL-Uniform-Buffer-Objekte wirklich zu glänzen. Einmal ein paar Hinweise. Uniforme Buffer-Objekte haben mehrere Vorteile gegenüber einzelnen Uniforms. Erstens ist das Setzen vieler Uniformen auf einmal schneller als das Setzen mehrerer Uniformen nacheinander. Zweitens, wenn wir dieselbe Uniform über mehrere Shader hinweg ändern wollen, ist es viel einfacher, eine Uniform einmal in einen Uniform-Buffer zu ändern. Ein letzter Vorteil, der nicht sofort ersichtlich ist, ist, dass wir viel mehr Uniformen in Shader mit Uniform-Buffer-Objekten verwenden können. OpenGL hat eine Grenze, wie viele Uniform-Daten es verarbeiten kann, die mit GL Max Vertex Uniform Components abgefragt werden können. Bei der Verwendung von Uniform-Buffer-Objekten ist die Grenze noch viel höher. Wann immer wir also eine maximale Anzahl von Uniformen erreichen, zum Beispiel bei Skelettanimationen, könnten wir immer Uniform-Buffer-Objekte verwenden. Gut, das war's für heute. Wie immer, falls ihr Fragen zu der Vorlesung habt, schreibt sie bitte in das Forum. Wir werden sie dann so schnell wie möglich beantworten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.